Herr Professor Halik, Sie haben Ihren Vortrag in Augsburg Christlicher Glaube, Hoffnung für Europa genannt, diesen Titel aber mit einem Fragezeichen versehen. Aus dem Mund eines Mannes, der so sehr für den Glauben entflammt war, dass er sich im sozialistischen Osteuropa in der Diktatur heimlich im Untergrund zum Priester hat weihen lassen, hätte ich eher ein Ausrufezeichen vermutet. Warum das Fragezeichen? Das ist eine Frage, ob die christliche Glaube für Europa eine Hoffnung ist. Ich weiß, von einem christlichen Theologe erwartet man ein eindeutiges Ja für diese Frage. Aber wenn die Frage ist so generell gestellt, kann man nicht so eindeutig antworten. Wir müssen fragen, welches Christentum und für welches Europa Hoffnung sein kann. Also Christentum und Europa sind dynamische Elemente, die verwandeln sich im Gang der Geschichte. Und Christentum von gestern kann vielleicht kaum eine Hoffnung für Europa von heute oder von morgen sein. Also ich hoffe in ein Christentum für die Zukunft, aber das braucht die Kirche noch ein bisschen Reform. Sind Ihnen überhaupt zu viele Ausrufezeichen in der Welt von Menschen, Gruppen, sei es atheistisch oder religiös, die glauben, die absolute Wahrheit schon gefunden zu haben? Ja, also die Leute, die sich selbst für die Besitzer der absoluten Wahrheit halten, sind dumm oder stolz oder zu faul oder alles zusammen. Und Dummheit und Stolz und Faulheit könnten auch schwere Sünden sein. Also wir brauchen Demut, wir brauchen eine selbstkritische Weisheit und Mut auf dem Wege der Suchen der Wahrheit und Weisheit wieder tiefer zu gehen. Vielleicht fängt diese Suche ja auch dann mit dem Blick auf die Atheisten an. Sie haben in einem Ihrer Bücher diesen durchaus beeindruckenden Satz gesagt: Mit den Atheisten stimme ich in vielem überein, fast in allem, außer in dem Glauben, dass es Gott nicht mehr gibt. Den Satz müssen Sie kurz erklären. Ja, es gibt so viele Art und Weise von den Glauben und es gibt so viele Art und Weise des Atheismus. Atheismus ist ein Feind und Gegenteil zum Glauben, nur wenn Atheismus sich selbst verabsolutiert, wenn Atheismus zu einem Ersatzreligion wird. Das heißt, den Atheisten fehlt einfach ein bisschen Geduld, in dieses Geheimnis einzudringen, Ihrer Meinung nach? Ja, ich meine, wir sind alle Zeit zu Zeit konfrontiert mit Schweigen Gottes, mit Abwesenheit Gottes, auch wir Gläubigen. Aber ich meine, das ist eine ungeduldige Antwort, ein Kurzschluss. Wir sollen Geduld sein und Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind drei Wege von dieser Geduld gegenüber der Abwesenheit Gottes. Diese Kritik hört man ja gerade in diesen unruhigen Zeiten immer wieder. Blicken wir auf Syrien, da wird gefragt, wo ist denn Gott da? Aber ist nicht die Antwort ganz einfach? Er hat ja das Gebot gegeben, du sollst nicht töten. Also er ist schon da, aber wir Menschen hören halt nicht. Ja, ja. Gott ist in unserer Geschichte. Er ist dort auch in dem Gebot, du wirst nicht töten. Aber den Schuld von diesen Tragödien, das ist Schuld den Menschen. Wir können nicht das an Gott verschieben. Wir haben unsere Freiheit, wir haben unsere Verantwortlichkeit und wir müssen Gott suchen, auch in diesen dunklen Momenten. Also ohne diese Hoffnung wird das alles viel mehr schwierig. Was ist Ihre Hoffnung für Europa? Ich meine, das Christentum in der Zukunft kann
etwas anbieten, nicht eine politische Ideologie, aber eine Inspiration wie den paulinischen Universalismus. Für Paulus Christentum war nicht ein zweites Israel neben Judaismus. Das war eine Vertiefung dieses Angebot Gottes für alle Völker, dass alle sind eingeladen in eine große Einheit. Also es ist nicht mehr wichtig, ob man Jude oder Heide ist, ob man Mann oder Frau ist, ob ein freier Mensch oder Sklave ist. Wir sind eine neue Schöpfung. Und ich meine diesen Universalismus von Paulus, alle diese Grenzen zu überwinden und ein eschatologisches Ziel, eine Einheit zu suchen, aber auch Geduld haben, dass wir sind nur Pilgern, wir sind Wallfahrten und die anderen sind auch Wallfahrten und wir brauchen auf dem Weg den Dialog der Wallfahrten, weil wir haben alle nur eine Perspektive und durch Dialog können wir unsere Perspektive ein bisschen erweitern. Also ich hoffe in ein Europa von Dialog, von einer Kultur in Frieden und Gerechtigkeit zusammen zu leben. Eine wunderschöne Hoffnung. Vielen Dank, Professor Halleck. Dankeschön. Danke.